Servus und willkommen hier an der Pokémon Liga und zur letzten Aufnahmesession von Pokémon Weiß. Es werden vermutlich auch nicht viele Parts werden in dieser Session. Mal schauen, ob es nur einer wird oder doch dann zwei. Da werde ich einfach dann mal gucken, wie dann die Zeit ist. Aber ja, Pokémon Liga Rückkämpfe stehen jetzt an und mehr haben wir hier eigentlich nicht zu tun. Eigentlich. Natürlich gibt es immer wieder was zu tun, aber für mich ist dann das Projekt abgeschlossen. So, sind wir alle bereit? Nein, ihr seid nicht bereit, weil ihr kennt's ja. Vor der Pokémon-Liga und alles drum und dran, nachdem man immer trainiert hat. Unser Team. So, fangen wir an mit Muna, unser hitziges, kleines, irgendwie eitliges Munalein. Wir haben Muna jetzt schon so lange. Mit Überreste hat sie bekommen. Und diesen Moveset. Ich habe mir auch vorgestellt, dass ich dann in der Pokémon-Liga das Moveset ändere, wenn ich es nicht vergesse. Natürlich. Moment! Wo wir vom Vergessen reden, habe ich die Animationen an? Nö, habe ich nicht. So, das hätte ich mit Bestimmtheit vergessen. Aber jetzt nicht. Na gut, dass ich das gemacht habe. So. Naja, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir erstmal diese Psychodame davor. Und danach lasse ich Spukball weg. Für Reflektor. Habe ich mir halt irgendwie gedacht. Und ja, das kann man eh, glaube ich, hoffentlich. Naja, das ist unser Moonerlein. Dann haben wir Airwion. Warum ich Voltwechsel und Kehrtwende drinnen habe, keine Ahnung. Vielleicht gegen Unlicht, dass ich sehr effektiv angreifen kann, aber schauen wir mal. 70 mit Steps sind das 105, oder? Ja, 35, 105 und das sehr effektiv. 140 zieht also mehr ab. Aber es ist Special, aber wir haben ja ein bisschen besseren Angriff. Naja. Ich habe mir halt eher gedacht, mit Erwin werde ich ein bisschen trollen. Zuerst mit Donnerwelle, paralysieren den Gegner und dann eventuell, wenn jetzt Erwin nicht wirklich viel ausrichten kann, mit Kehrtwende oder Voltwechsel einfach wieder zu einem anderen Pokémon wechseln. Das habe ich mir halt irgendwie gedacht. Und wenn der Gegner meint, oh, ich greife dich zuerst, dann kann Statik auch noch die Sache vermasseln von denen. Also, ja, eher ein Trollvieh hier. Ich könnte das Lichtschild jetzt noch erlernen lassen. Eigentlich könnte ich das schon. Statt Kehrtwende oder sowas. Das werde ich mir noch überlegen. Ich finde es schade, dass Erwin bzw. Emolga kein Reflektor kann. Naja, ist auch egal. Weil das wäre mal gut, ne? Erst einmal Reflektor und oder Dingsbums. Lichtschild spammen so am Anfang und dann auswechseln, ne? Das wär's ja, aber naja. Oh, so niedlich. Wie ist das? Das ist aber nicht so niedlich. Naja, dann haben wir Armstrong, unser legendäres Kobalion mit Eisenschädel, Sanktoklänge, Schwerttanz und Reflektor. Ja, das wäre die Verteidigung nicht schon gut genug, aber Reflektor muss einfach mal sein. Und warum hat das nur 5? Bevor ich irgendetwas mache, muss ich da ins Pokémon Center rein. Warum hat das 5? Ich war doch heilen. Ich war offscreen doch heilen. Weil ich glaube, vorher war... Nein? Ich glaube, Kobalion hatte mal Heimzahlung, aber dafür habe ich dann Stärke erlernen lassen. Und dann habe ich Stärke verlernen lassen und dann Reflektor erlernen lassen. Aber warum hat das dann jetzt 5? Das mit Stärke erlernen lassen, das war schon ziemlich lange her. Naja. Aber bevor ich es vergesse, mache ich es lieber, ne? Ist zwar ein bisschen... Naja. Ja, warum gehe ich zurück? Einfach nach unten drücken. Eigentlich Schwarzgurt und Erwin hat natürlich keins. Für den Fall, wenn ich hier Akrobatik einsetzen möchte, dann zieht das ordentlich rein. Ja, 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 ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich Erwin dann gegen den Champ, gegen seinen Aster leaden werde, so gesehen. Mit Akrobatik, weil das zieht dann ordentlich ab, aber das werden wir dann noch sehen. Ich rede schon vom Champ. Mal schauen, ob ich so weit hinkomme, ne? Armstrong haben wir gesehen, Schwarzgurt hat das Verscherkampfattacken. Ja, ist eigentlich eher auf Angriff versiert und Reflektor halt. Naja, dann haben wir Lilly, Blättertanz, Schlafpuder, Falterreigen und
Taumeltanz. Auch ziemlich ein Arschloch-Pokémon, kann man sagen. Ne? Entweder einschläfern und oder verwirren und dann hochboosten und dann Blattertanz mit Wundersaat auch noch verstärkt. Ja, das zieht ordentlich ab. Unser hartes. Was war denn Kobalium? Naiv. Und achtet auf Geräusche. Ja, Kobalium. Unser Armstrong. So heißt es auch. Ja, Kobalium. Welches ja der Mentor war. Der Mentor von einem anderen Teammitglied. Ich glaube, das kommt jetzt eh, oder? Ja, Soul, unsere naive, stolz auf seine Stärke seiendes Ramot, ist jetzt auch schon Level 72. Silberstaub hat es. Und diese Attacken hier. Eigentlich auch auf entweder, ja, was heißt entweder, einfach boosten, wenn ich kann, und dann vollen Angriff. Ja, mit diesem Spezialangriff sollte das eigentlich auch gut funktionieren, aber wenn der Gegner dann Hex hat, genauso wie Cynthia, dann hilft mir das auch nichts. Deswegen, naja, aber das Flammenkörper kann auch sehr gut behilflich sein, aber mal schauen. Weil ich fürchte wirklich Gesteinsattacken. Da ist es sowieso egal, dass wir so One-Hit. Haben wir sonst noch was? Natürlich, Toka. Ja, unser Frohes flüchtet schnell Tokas Gelabra mit Holzkohle. Und wie schaut's bei dir aus? Bisschen schwächer der Spezialangriff. Aber jetzt auch nicht so schlecht, ne? Hat auch Flammenkörper. Auch wenn ich mir das eher unnützlich vorstellen kann. Unnützlich, ja. Weil, ja, Kampf-Pokémon, wo das vielleicht helfen kann, eine Verbrennung, es sei denn, die haben die eine Fähigkeit, ja, kann sowieso nicht angreifen, vielleicht ein Unlicht mit Knirsche oder sowas und dort drauf hoffen. Naja, das werden wir dann eh sehen. Und ich habe auch hier noch ihr Licht, vielleicht kommt mir ein anderer Gedanke und ich setze irgendwas anderes ein hier. Naja, aber das ist hier mal die Devise mit unserem Pokémon hier, yes. Und ich muss schon sagen, die Zeit sagt schon 8 Minuten, aber das muss sein. So, die Pokémon-Liga ist in Ort und gesetzt, stärkere. Ja, ich weiß schon, das hast du mir auch schon gesagt. Ich frage mich halt nur, weil ich war hier jetzt noch nie. Generell habe, ist das jetzt für mich eigentlich absolut blind. Ich habe es weder in einem Let's Play noch, schon irgendwie gesehen, hier die Pokémon-Liga, die Rückkämpfe, noch habe ich selber so weit gespielt, deswegen ist da doch ein gewisses Kribbel da. Kribbel. Aber nicht vergessen, rechts oben war doch die Psychodame, oder? Und ich habe wieder keine Ahnung, wie ich die gesprochen habe, deswegen werde ich wieder irgendwas. Los! Mal schauen, ob das mit Luna gut geht. Ich könnte aber mit Erwin Leden und Kehrtwende einsetzen. Aber vielleicht boostet sie ja sich erste Runde und das wäre dann nicht so schön, ne? Naja, was könnten sie einsetzen? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse einfach mit Luna. So, Leute, seid ihr bereit? Und die Uhr stimmt übrigens nicht. Ist noch vor letzten und sie hat vergessen umzustellen. Es ist jetzt 16.47 Uhr für mich. Also, na was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ach du schon wieder, und noch immer ein Paradebeispiel für die Einheit von Stärke und Sanftmut. Oh, seit unserem letzten Kräftemessen scheinst du ja noch mal ein ganzes Stück besser geworden zu sein. Aber erspar mir bitte einen langweiligen Kampf, denn ich bin ohnehin schon hundemüde. Warum die Katze müde? Okay. Sie geht immer noch, und das sind die Rückkämpfe, okay. Das war auch irgendwie, muss ich irgendwas triggern, irgendwie jemanden ansprechen, dass ich dann die Rückkämpfe machen kann. Okay, sie leadet auch mit diesem Viech. Dann wird's ja ziemlich spannend hier. Die Somnivoren setzen gegenseitig ihr Vertrauen oder so, keine Ahnung. Traumfresser kann es. Okay, aber du kriegst erstmal eine Donnerwelle ab. Aber es ist natürlich schneller. Warum ist es schneller? Ich glaube, ich habe ein Minuswesen. Das könnte es sein. So, mal schauen, was setzt denn überhaupt ein Traumfrisse? Na, Reflektor. Wäre jetzt nicht so schlimm.
wenn ich hochboosten könnte, wenn du einmal aufwächst. Okay, es wird traumvoll sein. Solange du keinen Spukball oder so hast, natürlich kommt ein Volltreffer auch noch dazu. Also irgendwie will mir das Spiel auch schon sagen, hey, ich hab heute wieder mal Bock auf Hex. Aber du hast keine und so, ne? Natürlich, yes. Okay, okay, ich hab da schon eine böse Vorahnung, ne? Nee. Naja. Aber jetzt müssten wir eigentlich wieder langsamer sein. Ich könnte hochheilen mit... Ja, ich tu's auch. Nach diesem Hexi-Start ist mir das völlig egal. Einfach mal Kopfgenesung. Und jetzt werde ich mich mal drauf konzentrieren zu boosten. Es sei denn, er setzt jetzt einfach mal so wieder Hypnose ein. Das ist aber hier das Blöde, ne? Wenn ich jetzt hier die Paralyse weg habe, dann kann es mich wieder einschläfern. Aber mal schauen. So, ich darf auch nicht vergessen, dass ich 1 Minuswesen, dass ich 1 Minus Spezialverteidigung habe. Und jetzt habe ich mal ein bisschen das Glück, ne? Paralyse, ich mag Paralyse, ne? Naja, und drittes Mal, yay! Ich glaube, das Spiel hat jetzt gecheckt, ja, war jetzt ein bisschen übertrieben, was ich da am Anfang gemacht habe. Naja, dann schauen wir mal. Viertes Mal! Oh, schade. Aber es trifft natürlich gleich wieder. Also wirklich. So, setzt du wieder irgendwie Psychokinese und dann droppst du wieder irgendwas. Yay, Paralyse! Okay, okay. Langsam, aber sicher kann ich hier nicht mehr mit... Langsam, aber sicher kann ich hier jetzt nicht mehr mit... ich hab so viel Pech habe ich, seht euch das an. Das kann ich jetzt langsam nicht mehr sagen, ne? Yay, Paralyse! Ach, ich liebe Paralyse. Ja, aber da... ich habe jetzt Glück, ne? Nochmal? No. Jetzt! Und jetzt ist es tot. Ich habe genug geboostet. Jetzt, was könnte mir die Sache vermasseln? Ich glaube, als ich da mal wegen den Levels nachgeschaut habe, habe ich auch ein paar Nicht-5. Gen, na, Metagross, ein paar Nicht-5. Gen Pokémon gesehen von den Top 4 Mitgliedern. Natürlich habe ich mir nicht das Moveset oder so angeguckt. Ich habe halt nur einfach mal nachgeguckt, wie die Level sind, dass ich mich orientieren kann beim Leveln. Level. Spukball. Mal schauen. Erdbeben, okay, zieht sicher auch ein bisschen ab, aber Mona, Spukball, es ist jetzt hier noch neutral. Ich wollte schon sagen, es ist sehr effektiv, aber es ist nicht die 6. Gen. Alter, es hält das auch noch aus, ey. Warum denn? No, wunderbares wartet auf uns. Ich lebe für diesen Augenblick. Dann kriegst du eine Donnerwelle ab, weil du sowieso eine Top-Genesung einsetzt. So. Naja, aber das wollte ich sowieso ansprechen. Zwei Sachen, aber erstmal die Sache. Ich muss aber auch schon eingestehen, ohne jetzt irgendwie übermütig zu klingen oder sowas, ich habe vor diesem Top 4, vor dieser Pokémon-Liga weniger Angst als vor der ersten Runde. Einfach aus dem Grund, weil ich mir hier Gedanken gemacht habe mit diesem Team. Ich setze das Patronen hier an. Na, zieht sicher auch ein bisschen ab, ne, wegen Step. Ich habe mir bei diesem Team Gedanken gemacht. Ich glaube, ich kann jede meiner Schwäche irgendwie ausgleichen, wenn ich auswechsle oder sowas. Da habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Aber mein erstes Team, meine erste Pokémon-Liga-Runde, das war eher so... Ja, ich hab Bock auf das Pokémon und auf das Pokémon. Die kommen ins Team, ohne irgendwie auf die Typen zu achten. Deswegen, warum überlebt es das? Ich habe jetzt extra nochmal geboostet und jetzt hat's minimal mehr gehabt, ne? Jetzt muss ich aber langsam aufpassen. Jetzt könnte es mit Patronenhieb Volltreffer mich schon K.O. schlagen. Aber ey, lass mich. So, Metagross ist mal hin. Mal schauen, was sie noch so in den Kampf schickt. Weil so ein physisches Pokémon, das gefällt mir nicht. Aber wenn jetzt irgendwas Spezielles daherkommt, wie Zytomega, ja, kann auch reinhauen, besonders mit Volltreffer.
hat sich das Boosten überhaupt nicht gelohnt, aber ja, kann man dann eh nichts machen, aber so speziell habe ich jetzt doch eine Wall hier. Ja, da sieht man. Und mit Überreste brauche ich auch nichts extra heilen. Dieses Tutomaker ist auch futsch. So. Mal schauen, ob sie das jetzt noch schafft, meinen Muna zu besiegen. Ja. Muna hat ja, glaube ich, im letzten Part, kann ich mich noch erinnern, von der letzten Session ganz am Ende, hat auch mal gezeigt, was sie so drauf hat, ne? Hat so bewiesen, hey, mich gibt's auch noch, ich kann kämpfen, ne? Und das sieht man auch hier jetzt. So, gegen dieses Viech, dieses bulky Viech, setze ich mal Donnerwelle ein. Gegenstoß, okay. Ja, physisch, aber... Ja. Das ist schon ein bisschen kritisch, ne? Ich weiß jetzt aber nicht, was ich machen soll. Vielleicht jetzt Gegenstoß aus und eingesetzt. Nochmal Gedankengut für den Fall, dass es wieder Gegenstoß einsetzt. Ich könnte mich natürlich wieder heilen, aber ich möchte das jetzt mal lassen mit den Heilen, weil das, diese Regel so gesehen setze ich mir selber und ja. Was wollte ich sagen? Wen schicke ich denn jetzt rein? Eigentlich wäre es besser mit Soul. Ja, ist schade jetzt, Muna, aber sie hat hart gekämpft. Das muss man ihr lassen. Natürlich, ich hätte mir das leichter machen können mit Heilen, aber wie schon gesagt, da mache ich meine eigenen Regeln so gesehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie wollte ich das jetzt nicht einsetzen. Irgendwie fände ich das bisschen lame. Auch wenn ich eigentlich nur einmal ein Item eingesetzt habe, aber egal. Ich weiß, ich mache das nicht, um extra irgendwie Spannung zu erzeugen für euch oder sowas. Auch wenn es jetzt das hart klingt, das ist mir eigentlich dann doch egal, ob es für euch spannend ist oder nicht. Weil ich spiele so, wie ich spiele sonst immer. Wie immer sonst spielen ich. Wie ich sonst auch immer privat spiele. Und ich denke mir halt selber, es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt geheilt hätte. Deswegen habe ich auch nicht geheilt. So, ja, da muss ich jetzt schon aufpassen, ne? Es ist ziemlich bulky und es kann sicher irgendeine Luft-Dingsbums-Attacke und das könnte uns schon... Na, mal schauen. Hitzewelle, setzen wir das einfach mal ein und schauen wir mal, wie viel ihr das habt, ne? Oh, yes, so, gut gemacht. So, gut gemacht. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch sagen, oder? Über Session? Nö. Irgendwas? Keine Ahnung. Was auch immer geschieht, selbst jetzt in Ruhe bewahren oder so. Nee, mit Käfergebrumm bist du jetzt tot. Naja, ich habe wieder vergessen, was ich vorher angesprochen habe. Irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich habe was angesprochen und habe es wieder vergessen. Naja, aber was ich noch ansprechen wollte, ist etwas... Wir haben gerade gewonnen, das... Du bist als Trainer jetzt noch eleganter und großartiger geworden. Auch dein Pokémon hat klasse. Es war wirklich eine... Irgendwas, eine Flamme oder so? Nö. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich an die eine Schwimmerin denken. In der Bucht von Ondula. Das habe ich beim Bearbeiten jetzt selber rausgelesen. Die hat ernsthaft gesagt, sie möchte uns schwimmen sehen. Also ich mit meinen Pokémon. Das war voll... Was? Ich bin stolz darauf, Sprössling einer angesehenen Familie von Trainern zu sein, aber das hat mir gegen dich nicht wirklich geholfen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, einen Trainer wie dir zu begegnen und begegnen zu dürfen. Ja, jetzt ist sie auf, ne? Können wir uns sorgen. So, bevor ich es wieder vergesse, Reflektor auf Muna für eventuell Kampffuzine. Was ich sagen wollte ist, sie geht jetzt nicht ins Bett. Ne? Das hat sie ja auch nicht... Ja, Spukball. Hat sie in der ersten Runde schon gemacht, oder? Ist dann wieder einfach pennen gegangen, aber jetzt nicht, ne? Das sagt einiges aus. So. Ja, Beleber und... Ja, unser Team hat das schon gut gemacht. Muss man dann auch lassen, ne? Ja, top krank. Warum nicht? Warum nicht? So, aber wen stellen wir uns jetzt? Frage ich mich.
Jetzt können wir mal einfach mit Erwin leben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? So. Aber wen stelle ich mich denn? Irgendwie... Wollen wir es versuchen gegen den Kampffuzzi? Ich hoffe mal wirklich, die haben nicht diese eine Technik. Die Technik, die Fähigkeit mit Dingsbombs. Dass es geboostet wird, wenn irgendwie Verbrennung oder sowas. Guts. G-U-T-S. So heißt es im Englischen. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur den englischen Begriff hier. Aber immer, irgendwie, das bleibt immer noch so. Vor diesem Kampffuzzi habe ich eigentlich am meisten Angst. Ja, Kampf-Pokémon, die können irgendwie jeden Typ kontern oder sowas. Deswegen, die hauen auch ordentlich rein, deswegen, ne? So, bist du immer noch traurig, weil ich Liebling von deinem Dingsbum bin? Egal, ich habe mich jetzt nur gefragt, jetzt sind es 21 Minuten. Weiß ja nicht so recht. Ich weiß nicht. Da werde ich mir noch überlegen, ob ich das jetzt heute bringe, alles, auch den Champ dann, oder halt nach diesem Kampf Schluss mache und dann die restlichen drei Kämpfe, also Top 4 die zwei und dann Champion. Ich glaube, das mache ich so. Nach diesem Kampf mache ich mal Schluss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du erneut mit mir die Klingen zu kreuzen bereit bist. Ich glaube zutiefst an der Überlegenheit der Pokémon von Typ Kampf. Auf dieser Welt ist kein Platz für schwache Zauderer. Es obsiegt allein derjenige, welcher von einer starken Überzeugung geleitet wird. Und die Krönung aller Mühen ist letztlich ein überlegener, ja ein vernichtender Sieg über den Gegner. Junger Trainer, mach dich bereit! Okay, quassel einfach nicht. Wir kämpfen einfach! Also wenn ich da so ein Top 4 oder ein Arena-Leiter bin, dann sage ich einfach... Hi, los, kämpf mal! Mehr brauche ich nie zu sagen, ey. Ich möchte kämpfen, nicht blabbeln. ja, ja. Hallo. Da habe ich ja überhaupt nichts falsch gemacht mit dir, oder? Okay, jetzt ist Kapilz weg. Mal schauen, was es jetzt noch so einsetzt. Es sei denn, irgendwie so Fokusgurt oder sowas, aber das hat es nicht. Gut gemacht, ihr wollen. Karadonis. Es hat Robustheit, glaube ich. Kann es diese eine Fähigkeit erlernen? Ich glaube nicht. Deswegen setze ich einfach mal Donnerwelle ein. Hoffe, dass es wieder paralysiert wird, ne? Und dann wechsle ich einfach aus. Dann kann uns das Dingsbums auch nichts aushaben. Ho! Kann uns Robustheit auch nichts anhaben, ne? Das wollte ich sagen. Voltwechsel. Und ich sage jetzt einfach mal, du kommst entweder mit Eis, Schlag oder irgendwie sowas daher oder mit einer Gesteinsattacke. Und beides würde doch vermuten lassen, Armstrong rein. Dann vernichten wir dieses Karadonis, obwohl... Das ist auch nichts. Darf man nicht unterschätzen, ne? Weil eine Gesteinsattacke... Nach wie vor bist du sehr stark. Aber wir haben ja Reflekte und die Verteidigung vom Armstrong... Jupp! Das ist jetzt eine richtige Wall, auch wenn jetzt etwas sehr Effektives kommt. Step-effektiv, ne? Kampftyp. Naja, dann schauen wir mal. Wir nützen das jetzt einfach mal aus, würde ich sagen. Ja, oder? Ich weiß ja nicht. Was tust du? Der ist ein bisschen Gaga im Kopf, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, nochmal Schwerttanz. Er hat sie zugelassen, ne? Er hat mich angreifen können. Weil bei einem Crit wäre das... Oder ist Reflekte bei einem Crit egal? Das weiß ich nicht so recht. Paralyse. Ach ja, habe ich schon gesagt, ich liebe Paralyse. Und jetzt noch mit Eisenschädel, falls es das jetzt wirklich noch überlebt, ne? Und? Ja, zweimal Schwertkampf. Aber ich glaube, von Armstrong... Der Dacke ist dann nicht so gut. Ja, wie schon gesagt, mit Reflektor draußen sollte das eigentlich gut gehen hier. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht zu sehr auf Armstrong konzentrieren. Ist mir jetzt gerade eingefallen, ne? Jan Vogelhieb. Na, das war gar nicht so schlecht. Wegen Reflektor. I saw what you da there. Okay, dann muss ich jetzt mal aufpassen. Es kann sich ja auch Steinkante oder sowas. Deswegen... Ja.
aber ich würde auch sagen, es hält doch sicher eine Kampfattacke aus, es sei denn, es kommt jetzt eine Hyperstrahl-Kampfattacke und ich glaube, die kommt auch Nahkampf oder sowas. Aber ich bin ja auch... Bei dem Verteidigungswerk kann ich mir vorstellen, dass es das aushält. Oder es ist schneller. Dann ist es sowieso egal. Okay, Akrobatik? Irgendwie weiß ich nicht, was dir geraucht hat. So, dann würde ich sagen, Eisenschädel. Für den Fall, dass es das überlebt. Das überlebt es nicht. das sehe ich jetzt schon. Es ist nicht mal annähernd so bald, glaube ich, wie ein Karadonis. Und Karadonis hat zwar nicht alle KP gehabt, aber ist jetzt auch egal. So, dann spielen wir uns mal ein bisschen mit Aeon, so gesehen. Auch wenn das jetzt ein gewaltiger Unterschied ist, was die Verteidigung betrifft, ne, von den beiden Pokémon. Aber wir haben Reflektor draußen, deswegen sage ich da eher, wir spielen jetzt mal ein bisschen, ne. Und da sollte man ja eigentlich nicht sagen. So, erst einmal Donnerwelle, weil beim Volltreffer Steinkante ist es weg. Sollte schon weg sein. So, Erdbeben. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat ein bisschen zu sehr auf die Muckis geachtet und nicht auf das Gehirn, ne? Das ist so ein richtiger... Ja, ich habe bescheuert bin. Einmal eins. Ist das nicht 50.000? Irgendwie sind die Gaga im Kopf. Aber kann mir recht sein. Gut gemacht, Aeon. Obwohl, du kannst da nicht wirklich viel machen, wenn die Gegner so doof sind und Erdbeben gegen Flugart-Pokémon einsetzt. So, Meistergriff. Jetzt darf ich mich aber nicht mehr spielen, ne? Ich probier's genauso wie am Anfang, ne? Auch wenn ich riskiere, von einer Steinkante getroffen zu werden, und das reicht dann auch. Aber erst einmal Donnerwelle. Du könntest eventuell diese Attacke drauf haben. Na, diese Fähigkeit. Ich weiß eben nicht. Na, Steinkante und das war's wahrscheinlich irgendwann. Ist schon schade, aber Erwin, du hast deine Sache ziemlich gut gemacht. Muss man dir auch lassen. Oh, trotzdem tut es mir weh, wenn ich Erwin K.O. gehen sehe. Dann würde ich aber sagen, ich trick ihn jetzt auch ein bisschen. Ein bisschen tricky-tricky wieder, ne? So, hey, komm wieder mit meinem Kobalium daher. Und Reflektor erst einmal. Jetzt musst du mich mit einer Kampfattacke schwächen, ne? Aber es ist paralysiert. Aber jetzt denkt es Kampfattacke forever und ich schicke einfach Doku rein. Weil wie gesagt, mit Armstrong könnte ich das jetzt auch irgendwie locker schaffen. Aber auf Armstrong möchte ich jetzt nicht wirklich mich so drauf konzentrieren. So, ein bisschen Gedankengut können wir jetzt mal schon machen, während dieses Viech da paralysiert ist. Habe ich schon gesagt, ich liebe Paralyse. Aber nicht, wenn mich das betrifft. Erdbeben. Ja, das zieht jetzt ordentlich ab. Aber wir haben noch Reflektor draußen, deswegen. Ja. Und Psychokinese sollte jetzt eigentlich auch schon ausreichen. Hallo, Spezialangriff von unserer Toka. Das... Hallo, ja. Gut, was kommt denn jetzt noch? Bitte Reflektor noch eine Runde, das wäre schön oder so. Na schade. Toxiquack. Wen haben wir denn noch so? Muna könnte das schon schaffen. Da habe ich Angst vor einer Gesteinsattacke. Aber... Ich glaube, es ist halt schneller, ne? Oder? Wir haben ja gesehen, das habe ich dann nachgesehen in der ersten Runde. Das ist gar nicht so langsam, dieses Vieh hier. Weil ich habe ja getippt, so jetzt bleiben wir mal drinnen. Ich habe ja gedacht, dass das Gelabra in der ersten Runde, ne, von der Pokémon-Liga. Er schaudert. Oh. Achso, das ist der letzte Pokémon. Okay. ich hätte ja gedacht, das hat irgendwie ein Item und deswegen ist es so schnell. Aber nee, es war einfach so schnell. Okay. Also irgendwie keine Ahnung, warum ich denke, dass dieses das Gelabra generell so langsam ist. Keine Ahnung warum. Aber es ist nicht langsam, ey. So, gut gemacht. So etwas ist das starke Pokémon mit der Nährstoffe. Für jemanden, der nicht wirklich viel im Kopf hast, redest du eigentlich doch ziemlich viel, würde ich jetzt sagen.
Naja. In der Pokémon-Liga warten auch viele starke Trainer darauf, von dir zu einem Kampf herausgefordert zu werden. Nutze die Gelegenheit, die Bindung zu deinem Pokémon zu stärken. Irgendwie so, indem ihr eure Kräfte im Kampf gegen andere Trainer vereint. Okay, dann haben wir den Fuzzi hier hinter uns. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Weil ich, erste Runde, habe ich ja noch irgendwie gewusst, was die Gegner noch für ein Team gehabt haben. Irgendwie, natürlich nicht zu 100% und welche Attacken die drauf haben. Aber hier ist es dann jetzt schon blind für mich. Und das macht dann schon ein bisschen Spaß, ne? Ja, muss ich dann auch lassen, ne? Naja, aber Leute, die Rest der Pokémon-Liga, die restlichen zwei Top 4 Mitglieder. Pokémon-Liga. Mitglieder. Es reimt sich, ey. Und den Champ machen wir dann im nächsten Part und dann heißt es wahrscheinlich, es ist der letzte Part. So weit muss es halt auch mal kommen. Aber ich glaube, das ist dann Part 93 und das Ende, ja, ging schon ordentlich lang. Naja, aber Leute. Adios, amigos, sososos.